Willkommen zur neuen Herausforderung. Diesmal mit der Tod kommt von oben. Okay. Wieder mal in Lollos Taverne und in der alten Zusammenstellung von vier Leuten mit Tobi, Horcrux Killer und Lollo. Und zum guten Schluss natürlich mir, Mikael Kuhn. Nein, du wirst außen vor gelassen. Hey, ich bin der liebevolle Kameramann, der euch drei begleitet und sich selbst, weil es ja Third Person. Okay, lassen wir das lieber. Ja, ich begleite mich selber. Ich schaue mir selbst beim Spielen zu, weißt du? Hätte ich gewusst, dass ihr heute noch kommt, dann hätte ich auch die Taverne noch aufgeräumt. Okay. So viele Blätter, wie hier rumliegen. Okay. Ja, was erwartet uns? Uns erwartet nur ein Gegnertyp. Wie bei... Nein, das ist nicht wahr. Wie, das ist nicht wahr? Ja, klar ist das wahr. Es gibt zwei Arten. Ja, auf die Karte. Okay, gut. Entschuldigung. Es sind zwei. Ogre und Wyvern. Na und? Ist doch... Was soll's? Ist einer noch den Aufbau? Ja. Ja, alles was von oben kommt, runterholen, ne? Ich kümmere mich um die Ogre. Also von da kommt was. Von da kommt was. Von bin doch schon am Bauen. Da kommt was. Und das war's. Na gut, und dann kommen noch ein paar Ogre. Aber die kriegen wir ganz locker platt. Leider, jetzt weiß ich, was fehlt. Warum? Nee, Musik. Oh. Ich denke schon, ist so still wieder bei mir. Ich hatte die Musik wieder ausgestellt. Böse, böse. Wird das so ruhig? Da müssen wir ja die ganze Zeit reden. Oh mein Gott. Oh nein! Ah, komm, ich will Ogre vermöbeln. Mit meiner Mega-Papprolle, mit dem Oberstrohhalm. ja, okay. Für mich ist das nicht möglich. Nightmare Hardcore. Wuhu. Komm, Ogre, erscheine. Komm. Buffbeams ziehen sollen? Willkommen, keiner. Jetzt, ich hab ihn. Er hat ihn. Hey, was soll das? Was, wieso, warum? Nein, das ist gemein. Der Ogre wurde von den Ballisten angeschossen. Das war fies. Das zählt jetzt nicht. Das ist halt ein Spiel mit Handicap. Richtig beschiss. Bei mir kam keiner. Ah, in der nächsten Runde wird's gerecht. Dann kommt ein Vorsprung. Achso, du stehst da unten, ne? Jo. Ja, da kommt bestimmt auch noch einer. Demnächst. Also, so. Irgendwann. Ey, bei mir kommt jetzt auch einer. Hm? Oh. Wieso stehen da Wände? Was mit Buffbeams? Oh. No need. Ah, okay. Brauchen wir nicht. Wir sind gut genug, ja, um das ohne zu schaffen. Wobei die Großen, die machen mir schon ein bisschen Angst. Könnte nämlich sein, dass sie vielleicht bis zu den Ballisten sogar rankommen. Das werden sie nicht. Definitiv nicht mehr. Es steht eine Armee. Also meiner war schneller. Ich sehe das gerade nicht. Ich vermöbel hier so ganz lustig einen Ogre. Also ich sehe nichts mehr außer Pfeilen. Okay. 1, 2, 3. Diese Balliste ist ja echt 5. Moment, ich will symmetrisch. Hm? Okay, 6. Und, Moment, hier muss ich jetzt einmal nachzählen. 2, 4, 6. Auch 6. Ja, okay. Sollte so alles aufhalten. Eventuell. Tja. In diesem Aufbau ist natürlich ganz gezielt der Ogre außen vor gelassen. Dafür haben wir ja DPS-Charakter dabei.
Stimmt. Also ich fühle mich nicht als Charakter angesprochen. Ich? Hallo, ich bin doch voll der Baucharakter. Na komm. Minus 50. Angriffsstärke. Hast du? Ja, von den Türmen, von den Augen. Also wenn die Ach so. wenn die den Gegner dann heilt. Umgekehrte Heilungsaura. Das wäre gemein. Boah, wie scheiße. Der Ogre ist natürlich jetzt Resistenz gegen mein Pet. Tja. Deswegen habe ich ein Pet, das Basisschaden macht. Also Grundschaden. Ja. Ist ja okay. Ich hatte auch so eins. Irgendwann kriege ich auch noch. Soll ich dir einen Freund an die Seite stellen, der dir hilft? Ach, schade. Geht leider nicht. Wo wolltest du denn da hinstellen? Tja, alle Ach Punkte so. Sind ausgeschöpft. Ach so. Ah, ich glaube, das schaffe ich schon. Einem Ogre werde ich fertig. Ja, da kommen demnächst auch zwei, ne? Außerdem, wir haben dann noch die letzte Verteidigung hier hinten. Unsere letzte Bastion. Achte Welle von 10. Ach ja. Ganz am Ende bin ich echt mal gespannt, welches das kürzeste Level war. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, die werden immer kürzer. Am Anfang hat das noch lange gedauert und jetzt dauert das immer kürzer. Jedes Level wird schneller. Ein Pet mit aktiv ist, sind die Ogre nicht schnell down. Aber nur die müssen immer so doofe Resistenzen haben. Könnten wir hier eine Aura hinsetzen. Leider nicht mehr. Okay. Es könnte noch ein Level geben, das länger auf jeden Fall braucht. Und zwar der Treasure Hunt. Ja, die Schatzsuche wird auf jeden Fall noch mal ein längeres Level. Habt ihr auch schon Sky Olaf oder wie das heißt? Das zählt nicht zu den normalen Herausforderungen. Ach so. Wird genau. Aber vielleicht irgendwann auch noch. Das war so scheiße. Weshalb ich sagte vielleicht. Wir behalten uns das Recht vor, Level auszulassen. Wenn sie nicht zwingend erforderlich sind, um etwas komplett zu machen. Also das ist, muss man echt nicht haben. Wenn wir etwas auslassen, dann wollen wir euch helfen, uns zu helfen, dass keiner angepisst ist am Ende. Das Level ist einfach... Ist kein... würde sowieso ein kurzes Video werden. Nur so 3 Stunden oder so. Und voll am Stück. Ich bin mal gespannt, wie viel... oder mich würde mal echt interessieren, wie viele das schauen würden. Also, wenn wir... Skyloft machen würden. Ich würde wahrscheinlich das Ganze mit einem Zeitraffer laufen lassen. Anders kann man das nicht ertragen. Nein, ist ja auch immer das Gleiche. Man versucht immer, die auf sich zu ziehen und dann so, alles wartet nur auf meine Wenigkeit. Weil ich beim Zeitraffer auch immer... Da werde ich kirre, weil wenn das so schnell geht. Keine Vor allem dann noch ein hektischer Kameramann. Oh, ich hab den Ogre verpasst. So. Nicht schlimm. Hinter dir ist noch eine Verteidigung. Wie du weißt. Ja, oh, guck, hier ist noch so ein Laserstrahl. Ah, das ja, der Shockbeam. Ein Shockbeam. Wo? Ach, da, unten. Ganz, ganz weit. Da muss der Ogre schon weit gekommen sein. Ja, das muss er. Ja. Schieße ich eigentlich auf die Dinger? Ich kann hier Ballisten boosten. Du kannst auch da dicke Dinge abschießen. Ich lass ja, habe ich schon, aber... Ich lass mein Pet dicke arbeiten. Los. Oh, mein Pet. Aber braucht man so lange zum Nachladen?
Was, dein Pad? Nein! Ja, das ist noch so ein Altmodell, das muss noch nachladen. Okay. Musst du das hinten vielleicht auch noch aufziehen? Ich habe keine Puppe. Nein, die Balliste, die dicke, die da steht, die große. Ach so, ja, die ist richtig unnütz. Die macht 7000 Schaden oder so. Und die braucht noch so Entlösung. Ja. Gutes braucht halt seine Zeit. Ey, das ist unglaublich. Meine Katze futtert meinen Ordner an. Herzlichen Glückwunsch. Oh, jeder war schon oder kommt jetzt eine Welle? Dann muss das ist die letzte Welle. Die letzte Welle. Komm, ich lass die Ohren ein bisschen rankommen. Ich fühle mich so unnütz, außer zum Ogre vermöbeln. Aber ansonsten schaue ich blöd aus der Wäsche. Ja, die Folgen haben wirklich was von Kürze. Das ist ja gut. Ja, das sind die Highspeed-Folgen. Im Gegensatz zu den anderen. Aber immerhin hast du was spawnen können. Ich habe gesagt, ich hätte den auch einmal da durchrennen lassen. Leider kommt, glaube ich, kein Uber mehr, oder? Ich könnte ja fragen, ob ein Wyrm hier durchfliegt. Ah. Hoppla. Ich glaube, die Wyvern kommen dann nicht mehr durch. Nee. Ich soll mich jetzt ein bisschen fröhlich machen. Ich glaube, als wir das erste Mal gespielt haben, fand ich das doch schon schwieriger. Ja, besonders wegen der verdammt großen Menge. Hast du gesagt, oh mein Gott, nein, das sind so viele. Und die dicken Wyvern, die hast du gar nicht runtergekriegt. Nee. Hast du drauf gehämmert bis zum Abwinken. Wollten nicht down gehen. Und jetzt sagst du dir so, pff, ja. Komm, ich jetzt eine ganze. Dafür habe ich jetzt hier eine Lasershow. Das mal hier an. Wo bist denn du? Da unten. Tja. Tobi, schieß nochmal. Yeah, wir haben den Pionier bekommen. Also bei mir heißt es die Pionier. Die Pionier, daneben die Pionier. Sollen gerecht sein. Ob der oder die, Hauptsache oh. Pionier. Aber was komisch ist, mir wird hier noch was Grünes angezeigt. Das kann man nicht sagen. Das Pionier, okay. De Pionier. Ne? Der, die das, lass ich mal weg. Vereinfachen wir zu de. De Pionier. De Auto, de Bus. Hey, man Alter. Ist grottig. Ist ja nicht so schlimm. Ja gut. Damit hätten wir diese Folge auch schon wieder abgedreht. Mann. Und auch diese Herausforderung. Und ich sage, bis demnächst zur nächsten Herausforderung. Schaltet wieder ein. Bye bye. Hey komm, diesmal war es mehr. Ich weiß keinen Satz. Ciao, bis demnächst. Bleibt uns treu. Den hast du schon mal benutzt. Mist.